Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Reihe Fragen und Antworten. Ich bin Thorsten Eye. Vor einiger Zeit habe ich ein Video gemacht zu dem Thema, wie man sich professionell auf die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule vorbereitet. Und seitdem bekomme ich immer wieder E-Mails, die in etwa folgendermaßen lauten: Hallo Herr Eye, ich spiele gerade diese und jene Stücke. Habe ich eine realistische Chance, in der Aufnahmeprüfung zu bestehen? Und die Antwort, die ich auf diese Frage geben muss, ist im Grunde ja auch immer eine sehr ähnliche. Und ich nehme dieses Thema auch wirklich sehr ernst, weil immerhin geht es da um die Zukunftsperspektive eines jungen Menschen. Und deshalb habe ich mich also entschlossen, dieses Video zu machen. Leider muss ich auf diese Frage eine Sache ganz klarstellen. Wer mir so eine E-Mail schreibt, der hat offensichtlich einen ganz wesentlichen Punkt noch nicht verstanden. In der Aufnahmeprüfung geht es nicht darum, irgendwelche Stücke irgendwie zu spielen, sondern natürlich geht es in der Aufnahmeprüfung darum, zu zeigen, dass du in der Lage bist, diese Stücke auf einem professionellen Niveau zu spielen. Also das heißt, wenn du dich zum Beispiel entschieden hast, eine Mozart-Sonate zu spielen, und das klingt in etwa so. Schon heimgehen, weil das ist mit Sicherheit nicht das Niveau, das in der Aufnahmeprüfung erwartet wird. Wenn das in etwa so klingt, dann sieht die Welt schon etwas anders aus. Was wird erwartet? Natürlich wird erwartet, dass du in der Lage bist, einen schönen Ton aus deinem Instrument rauszubringen. Auch beim Klavier gibt es da erhebliche Unterschiede. Das Zweite ist, natürlich wird erwartet, dass du in der Lage bist, eine musikalische Gestaltung zu machen. Also das heißt, dass du in der Lage bist, diese Phrasierungsbögen, die da stehen, musikalisch zum Ausdruck zu bringen, dass natürlich die linke Hand zurücktritt und dass man die Melodie, die rechte Hand, deutlich hört. Und ganz wichtig, es wird erwartet, dass du Stilkenntnis hast. Also das heißt, dass du weißt, dass man Barockmusik anders spielt als romantische Musik und dass du auch in der Lage bist, das in deiner Interpretation zum Ausdruck zu bringen. Und von daher, solange ich jemanden nicht gehört habe, kann ich natürlich an der Stelle überhaupt keine seriöse Antwort geben. Wenn du vorhast, die Aufnahmeprüfung zu machen, dann ist der Erste, den du fragen solltest, dein aktueller Lehrer. Und wenn du im Moment keinen aktuellen Lehrer hast, dann ist das schon ein ganz erheblicher Nachteil. Das will ja jetzt noch nicht mal heißen, dass du selber im Moment schlecht spielst. Aber du musst eines bedenken, du befindest dich im Wettbewerb mit anderen Leuten, die unter Umständen schon seit Jahren sehr, sehr gute Lehrer haben und dann haben die natürlich einen erheblichen Vorteil. Also frag zuerst einmal deinen eigenen Lehrer. Und jetzt kommt das große aber glaub deinem eigenen Lehrer bitte nicht alleine. Ihr kennt euch vielleicht schon seit vielen Jahren, ihr seid euch vielleicht auch sympathisch, vielleicht ist das auch ein netter Typ und der will dich auch vielleicht nicht so hart anpacken und ist von daher möglicherweise auch etwas netter zu dir, als er es eigentlich sein sollte und ist von daher vielleicht auch nicht ganz so ehrlich, wie er es sein sollte. Also von daher glaub bitte deinem eigenen Lehrer nicht alleine, geh auch zu anderen Lehrern. Nimm zum Beispiel bei denen ein paar Unterrichtsstunden und frag die nach ihrer Einschätzung. Das hat auch jetzt nichts damit zu tun, dass du damit deinen aktuellen Lehrer irgendwie betrügen würdest. Ganz im Gegenteil. Glaub bitte deinem aktuellen Lehrer nicht alleine, glaub aber auch bitte mir nicht alleine und glaub auch sonst niemandem alleine. Sondern frag mehrere Leute und hör dir an, was so, naja,
was die meisten eben so gesagt haben. Ja, und wenn von den meisten die Aussage kommt, naja, dann ist wahrscheinlich richtig. Und wenn von den meisten die Aussage kommt, jawohl, das ist top, dann ist das wahrscheinlich auch richtig. Ja? Also nicht einem einzigen vertrauen, sondern frag wirklich mehrere Leute. Und wie gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du damit deinen aktuellen Lehrer betrügen würdest oder so. Also überhaupt nicht. Ja, also ich habe nie ein Problem damit, wenn ein Schüler auch mal zu einem Kollegen geht und dort ein paar Unterrichtsstunden nimmt. Warum soll ich damit ein Problem haben? Der Kollege wird dem Schüler wahrscheinlich genau das Gleiche erzählen, was ich dem Schüler auch schon die ganze Zeit erzähle. Und dann hat der Schüler wenigstens die Bestätigung, dass ich ihm keinen Blödsinn erzähle. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass der Kollege den Finger auf irgendeine Stelle legt, die ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so beachtet habe. Also das heißt, in dem Fall hat der Schüler wieder was Neues gelernt, was ihn in seiner musikalischen Entwicklung weiterbringt. Und wenn dein aktueller Lehrer damit ein Problem hat, dass du zu jemand anderem gehst, oder du dich vielleicht sogar noch nicht mal traust, dem das zu erzählen, dann ist im Grunde jetzt der Zeitpunkt gekommen, den Lehrer zu wechseln, weil das darf so definitiv nicht sein. Das bedeutet im Endeffekt doch nur eines, dass nämlich deinem Lehrer sein eigenes Ego wichtiger ist als dein persönliches und berufliches Weiterkommen. Und von daher, also das darf jetzt wirklich für einen Lehrer kein Problem sein. Nimm bei anderen Leuten Unterrichtsstunden, du kannst dazu auch zu mir kommen, ja, und dann schauen wir uns die Sache mal zusammen an. Gut, was solltest du noch tun? Besuch, wenn du dich schon relativ sicher fühlst, Meisterkurse. Meisterkurse werden angeboten von sämtlichen Hochschulen, von sämtlichen regionalen Tonkünstlerverbänden. Meisterkurse werden aber auch angeboten von kleineren privaten Stiftungen. Also wenn du da mal im Internet schaust, dann wirst du eine ganze Menge an Möglichkeiten finden. Und dabei ist jetzt eines noch wichtig. Manchmal steht in der Beschreibung sowas drin, wie dass da auf professionellem Niveau gearbeitet wird. Naja, natürlich, du hast vor, Profi zu werden, also das sollte jetzt nichts Neues sein. Und manchmal steht auch sowas drin, wie dass sich die Meisterkurse nur an außergewöhnlich begabte Pianisten richten und solche Sachen. Ja, natürlich. Aber ganz ehrlich, lass dich von sowas nicht abschrecken. Im Zweifelsfall ruf dort an, sag denen, du hast noch nicht studiert, aber du hast vor zu studieren, du bist ja vielleicht auch dann erst 15, 16 oder wie alt auch immer, ja, und dann frag die, ob du an ihrem Meisterkurs teilnehmen kannst. Und wenn die da unsicher sind, dann kannst du denen ja anbieten, kommt Leute, ich schicke euch einfach mal eine Aufnahme von mir zu, dann könnt ihr es euch ja immer noch überlegen, ob das passt oder ob das nicht passt. Bei manchen Meisterkursen wird das sowieso verlangt, dass du vorher eine Aufnahme einschickst. Also von daher, ja, da gibt es, denke ich, immer Möglichkeiten. Und für den Fall, dass du bei dem einen Meisterkurs abgelehnt wirst, naja, dann gehst du halt zu einem anderen Meisterkurs. Ja, nur eine Bitte habe ich, wenn du eine Aufnahme machst, dann mach die bitte nicht mit deinem Handy, sondern nimm dazu ein anständiges Aufnahmegerät. Ich verwende zum Beispiel ein Aufnahmegerät, wie heißt das Ding? Zoom H4N Pro. Ja, das hat eine ganz anständige Qualität und sowas kannst du da verwenden. Gut, also, das ist die Botschaft. Hör dir mehrere Meinungen an. Insbesondere bei den Meisterkursen gibt es ja auch Professoren, also die werden ja in der Regel von Professoren von der Hochschule abgehalten, also das heißt, die werden dir auf jeden Fall unter Umständen auch sehr ungeschminkt sagen, was Sache ist, ob du eine Chance hast oder nicht, aber dann hast du wenigstens eine realistische Einschätzung und läufst nicht irgendeinem Hirngespinst hinterher oder verkriechst dich in irgendeinem Wolkenkuckucksheim. Gut, dann hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wenn du Fragen weiterhin hast, dann schreib mir bitte einen Kommentar. Ich antworte darauf auch. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Freude beim Musizieren und bis zum nächsten Mal.